Halbfinale im DFB-Pokal auf dem Gladbacher Bökelberg 1984. Borussia empfängt Werder Bremen. Das Duell der beiden wird ein Drama in vielen Akten. Ich weiß, dass es in meiner Wahrnehmung eins der dramatischsten Pokalspiele gewesen ist ever. Und das Fernsehen ist live dabei. Was bis dahin nur dem Endspiel vorbehalten war, gilt nun erstmals für die Vorschlussrunde. Die Bilder gehen direkt in die Wohnzimmer zur besten Sendezeit. Es war das erste Spiel, Pokalspiel, was live übertragen worden ist von der ARD. Es war eine Riesenresonanz von der Öffentlichkeit natürlich. Es war 18 Uhr. Weiß ja, 1. Mai, was für ein Tag da ist. Da kommen viele nach Hause mit ihrem Bollerwagen, die Väter. Und dann war natürlich alles am Fernseher. Die Zuschauer sehen von der ersten Minute an ein abwechslungsreiches Spiel. Matthäus! Lothar Matthäus bringt Gladbach in Führung. Werder kontert keine zwei Minuten später. Und Ausgleich durch Norbert Meyer. Das 2:1 ist schon zur Halbzeit beste Unterhaltung, die damals für den DFB eigentlich noch gar nicht ins Programm gehörte. Es war ja damals die Zeit, da war zum Beispiel auch die Einnahme aus den Eintrittspreisen noch 80-90% vom Gesamtetat. Da war dieser Fußball als Medienereignis noch gar nicht so präsent und überhaupt nicht akzeptiert. Der DFB hat wirklich ganz streng auf dieser Schiene gedacht, wir wollen den Fußball für den Zuschauer im Stadion attraktiv halten. Auch weil er sich vor der Verbreitung dieser Bilder fürchtet. Zu Beginn der zweiten Hälfte fliegen erste Leuchtraketen. Bald darauf hüllt sich der Strafraum des Gladbacher Torhüters Uli Sude in dichten Nebel. Ich habe mir das auch nichts gedacht. Ich habe es so in der Hand gehabt, habe es seitlich weggeworfen. Der Wind drehte sich dann und dann kriegte ich die Wolke weg. Und das ging aber von einer Sekunde zur anderen. Das ist ein so ein ätzender und kneifender Schmerz, dass du das war ein Brennen, das kann man gar nicht beschreiben. Eine Tränengasbombe aus dem Werder-Fanblock legt das Spiel lahm. Gladbacher und Bremer Spieler in Strafraumnähe sind gleichermaßen betroffen. Tumulte auf dem Rasen. Das ist ein Skandal. Polizeiaktionen auf den Rängen bei der Suche nach dem Täter. Der Fußball zeigt seine hässliche Seite in allen Facetten. Dem Spiel droht der Abbruch und das alles live im Fernsehen. Man muss darauf reagieren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man erwähnt es nicht. Oder man sagt einfach diesen unsäglichen Satz, diese Idioten, das sind keine Fußballfans, was ja eine Lüge ist. Sie sind es ja. Das ist ja das Blöde. Da folgte man ja der Ausgrenzungsstrategie des Deutschen Fußballbundes damals, der immer gesagt hat, das sind gar keine Fußballfans. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Doch, sie gehören dazu zum Fußball. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Nach 10 Minuten Unterbrechung geht es weiter. Werder spielt fortan unter Protest. Und die Spieler unter Schmerzen. Ich hatte mit mir immer selbst zu tun, weil immer wieder die Schleimhäute von den Augen so, dass sie immer wieder verschwommen war, dass ich dann aber trotzdem signalisiert habe, ich will weiterspielen. Und da gehst du ja nur mit dem Tod raus aus diesem Spiel. Da willst du ja unbedingt weitermachen. Das nächste Tor schießen die Gladbacher. 3:1. Und das ist mehr als eine Vorentscheidung. Da bin ich ganz ehrlich, klar, da denkst du 3:1, da lassen wir uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch die schneller runter, als Sude springen kann. Und Anschlusstreffer! Borussias Torwart kann nur auf der Linie zusehen. Zwei Bremer Tore in 3 Minuten, Ausgleich. Und Tor, Sitka, wer ist das denn zu fassen? Gladbachs Trainer Heinkes reagiert, bringt Nachwuchsstürmer Kriens für die Schlussminuten. Das ist die Rolle, die der 23-Jährige in seinem zweiten Profijahr bei der Borussia so oft spielen muss. Ich wusste, ich habe in diesem ersten Jahr, insgesamt 4 Tore in der Einwechslung gemacht. Der Trainer hat mir dann sein Vertrauen geschenkt und mich beim Stande von 3:3 eingewechselt. 30 Sekunden später schießt der Uwe Reiners damals das 3:4. Zu 3 durch Uwe Reinders. Und schauen Sie sich diese Freude bei Bremen an. Borussia bleibt nur noch die Nachspielzeit und trifft. Matthäus. Und Tor! Doch Wilfried Hannes Tor wird nicht gewertet. Ein Rätsel bis heute.
Wir haben dann auch noch ein reguläres Tor erzielt zum 4:4. Vinny Hannes damals, auch eine Minute in der Nachspielzeit, dass der Schiedsrichter aberkannt hat, warum auch immer, ist bis heute nicht zu belegen, warum und weshalb. Schiedsrichter Hontheim gewährt nochmal einen Eckball. Jedem im Stadion ist klar, das wird die letzte Aktion. Wir sind in der 95. Minute. Krietz! So, meine Damen und Herren, jetzt stehe ich auch mal auf. Das ist ja nicht zu glauben. Ich habe mir später erzählen lassen, dass Tausende schon das Stadion verlassen hatten und beim Jubelschrei wieder kehrt gemacht haben. Ja, sie waren auf dem Weg zum Bahnhof etc. und sind dann wieder zurückgekommen, um sich diese Verlängerung anzuschauen. Ne? Das beinhaltet also schon alles, was dieses Spiel ja, uns allen gegeben hat. Es ist kurz vor 8 auf dem Bökelberg. In der ARD steht eigentlich die unverrückbare Tagesschau auf dem Programm. Doch statt für die Weltnachrichten entscheidet sich der Sender für die Pokaleindrücke von Rudi Völler. Ja, das ist also von der Dramatik her kaum noch zu überbieten, so ein Spiel. Also das ist, wir haben ja praktisch das Spiel schon verloren gehabt nach dem 3-1. Dann haben wir in 10 Minuten 3 Tore gemacht und waren sahen aus wie die sicheren Sieger und machen dann auch so ein blödes Tor rein. Die Tagesschau muss weichen. Eigentlich undenkbar in der ARD. Aber der Pokalfight rast auf seinen nächsten Höhepunkt zu, auf den entscheidenden. Krienz hat die Chance! Tor! Man sieht die Emotionen, die man hat. Die Freude nach dem Tor ist, naja, in der Weise habe ich es wahrscheinlich nie mehr so empfunden, wie man das Bein in die Höhe von 2,50 Meter schwingen kann. Intuitiv nach links den Ball mit dem Kopf mitnimmt. Zwei Kontakte hatte ich, glaube ich. Und dann als Dropkick in die kurze Ecke knallt, ist aus meiner Sicht nicht zu erklären. In der Fernsehreportage erhält Kriens eher beiläufig einen neuen Spitznamen. Und er erzielt als der Joker das 5:5. Doch der Joker macht Schlagzeilen und wird zum geflügelten Wort und Bild in der Fußballer-Fachsprache. Zu dieser Zeit wurde, glaube ich, dieser Begriff Joker ja, geprägt, erfunden. Wenn wir heute oder schon damals im digitalen Zeitalter gewesen wären, hätte ich mir diesen Begriff wahrscheinlich schützen lassen, ja, weil er insbesondere auf mich zu projizieren war. Und ab dem Tag war Jörg mein Lieblingsspieler. Auch Torwart Sude steht noch mal im Mittelpunkt. Zusammenprall, kurz vor Schluss. Jetzt fließt Blut in diesem Duell. Das Auswechselkontingent aber ist erschöpft. Sude kann nach 5 Minuten Behandlung nur benommen weiterspielen. Und Bremen bekommt noch eine letzte Ausgleichschance. Ich bin dann aufgestanden und wirklich der Platz, der ging rechts, links. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da zurückgetorkelt bin. Hab dann so einen Punkt gesehen und hab da intuitiv nachgeschlagen. Und wie sich herausstellt, war es der Ball. Das Tor hätte gezählt. Stattdessen Schlusspfiff. Gladbach zieht ins Finale ein. Auch weil Werder Bremen später auf den angekündigten Protest verzichtet. Hier siehst du ein Fußballspiel, bei dem die Dramaturgie absolut perfekt ist. Da geht nichts drüber. Auch nicht dein Spiel, was du da am nächsten Tag übertragen musst. Auch Reporter können sich irren. Und so war Gladbach gegen Bremen das Spiel des Jahres für einen Tag.